grüße euch heute noch kurz zu dem 100 Quadratmeter Haus und zu vielen Details und vor allem zu den Preisen. Also bleibt dran. So, da schau mal, da vorne wird noch die Einfahrt gemacht. Da sieht man das Haus, also so eine Art Carport. Hinten kommt der Zaun. Hier der Swimmingpool, wie gesagt. So, da das typische Quincho hier im paraguayischen Stil. So, in den Details liegt die Stärke. Deshalb kommt einfach mit mir in das Haus. Da zeige ich euch unsere Standardbauweise. Und es ist egal, ob es sich um ein Haus von 100 Quadratmeter handelt oder auch 150 Quadratmeter oder größer. Ihr habt auf jeden Fall die Wahl. Das heißt also, die Sachen kann man immer wieder nach euren Wünschen individuell verändern. So, hier machen die Jungs noch den Anstrich von dem eigentlichen Quincho hier. Hier die Säulen, habe ich euch schon gezeigt. Das Sichtmauerwerk und die Vorbereitung für die Steckdose. So, da kann man diese Standardfenster sehen. Wie gesagt, Sichtmauerwerk, da fragen auch viele, wie das gemacht wird. So, also die Standardfenster, die wären im Prinzip so aus Blindex, also im Prinzip als Schiebefenster eingesetzt. Und diesen Rahmen, die ihr seht, um diese Fenster, ist auch Standard, aber man kann es wahlweise nehmen. Also entweder, wenn es einem gefällt, nehmen wir mal halt die Fensterrahmen oder halt, wenn nicht, werden die Fenster halt ohne Rahmen eingesetzt. So, da kann man auch genau sehen, seht ihr, hier ist der Griff. Gehen einfach mit einem Finger, kann man die zumachen und aufmachen. Natürlich müssen die noch sauber gemacht werden. Aber so auf die Art und Weise funktioniert das. Hier sieht man im Prinzip die Endverarbeitung mit Silikon. Dahinter ist auch die Entwässerung. Da hinten kann man es sehen, falls Wasser reinbringen sollte. Und hin vor außen wird das natürlich noch schön fein geschliffen und vor allem Endanstrich gemacht. So, hier kurz nochmal, wo wir bei den Fenstern sind, die Balkenverarbeitung. So, da gehen wir gleich rein, da seht ihr auch die Nebeneingangstüre. Das ist auch so eine Standardausführung. So, hier sind wir schon drinnen, das Dach. Hier auf Wunsch des Kunden, diese Schränke wurden hier eingebaut. Dann die Eingangstüre und weitere Schränke. Und hier wird nochmal oder werden die Küchenmöbel fertig gemacht. Wunsch des Kunden.
Das sind die Standard-Innentüren mit Holzrahmen, also alles Handarbeit. Hier sieht die schon mit dem Schlafzimmer. Sind schon Fliesen verlegt und Steckdosen montiert. Da haben auch viele gefragt, Steckdosen, das sind verschiedene Möglichkeiten. So eine davon sieht ihr hier im Bild. So, dann ohne Schalter. Hier nochmal der Übergang zwischen Fliesen, Sockel und dem Anstrich. So. Und hier das Dach, das ist die Standardausführung. So, dann sieht man das Haus, halt den Bereich im Wohnzimmer. So sieht die Standardausführung. Da werden doch einige Lampen montiert. Sieht man, und halt an dem Sparen, da kann man noch Ventilatoren einsetzen, beziehungsweise auch hinter dem Fenster wird vorbereitet für die Klimaanlage. So, hier die andere Art von Steckdosen beziehungsweise Buen provecho, amigos. Ya hay que no solamente pampo, hay que comer algo, ¿eh? Oye, man, nos vemos después, gracias. Ah, también. Mi. Ya dio topar, amigo. So und so sieht schon das fertige Swimmingpool aus, zum Beispiel auch bei uns. Also man muss eigentlich so etwas Vorstellungsgabe haben und man kann sich wirklich die Pools also ganz schön und ganz nett nach eigenen Wünschen gestalten. So, damit ihr eine gewisse Vorstellung habt, weil sonst kann man es natürlich schwer sich vorstellen, wie das in einigen Monaten bzw. Jahren aussehen kann. So. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen in Sachen Hausbau in Paraguay, in Sachen Detailbau. Falls ihr weitere Fragen habt, natürlich nutzt bitte zuerst die Fragen unter dem Video. Da werde ich diese so oder so beantworten. Und sonst gebe ich einfach in der Videobeschreibung, wie immer, unsere von unserem Team einfach Kontaktdaten. Okay? Teilt das Video. Likes nach oben wie immer. Ich empfehle wie immer weiter empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, danke.